So, liebe Leute, habe die Ehre, Servus und willkommen zurück zu Dark Souls 2 Skull of the First Sin PS4/5 Platin Run. So, rein theoretisch müsste es in diesem Part soweit sein, dass wir die Platin Trophäe abstauben können. Wir haben noch einen alten vor uns, damit wir dann in Schloss Drangleic uns das restliche Zeug kaufen können. Dazu reisen wir jetzt, oder laufen besser gesagt, in den Jägerhain. Habe ich überhaupt noch einen Duftzweig? Ich habe zwei. Das reicht. Ah, da geht's zum Tutorial-Gebiet. Oder? Nee? Nee, passt schon. Blödsinn. Benhard werden wir jetzt auch ignorieren. Zum einen haben wir bereits seine Quest erledigt und zum anderen brauche ich ihn bei Markus und der Versammlung nicht. Machen wir wieder Solo. Wir versuchen jetzt wieder die Gegner zu ziehen. Feuerbomben da. Mal schauen, ob es hinhaut. Nein, so ne. Ja, hat geklappt. Große Explosion. Jetzt gehen die Türen auf, beziehungsweise werden zerstört. Jetzt kommen die Gegner raus. Wir können... Oh, Damage, hallo. Hui. schön gemütlich. So, welche Waffe kriege ich? Sestus. Habe ich auch schon mal gemacht vor ein paar Jahren. Ein Sestus Run. Das macht auch ultra Spaß. Alter, da ist ja noch einer. Ich bin quasi von Majula aus durchgelaufen. Habe alle Gegner ignoriert. Bis zum Kardinalsturm. Habe mir dann von Malentia Cestus gekauft. Zwei Stück. Eine linke Hand, eine rechte Hand und dann habe ich einen Cestus Only Run gemacht. Also das macht auch Spaß und ist ja gar nicht mal so schwer. Man macht schon ordentlich Schaden, wenn man die aufpimpt. Das hat schon was. Beim Schmelzer-Dämon wird es ein bisschen tricky. Hallo? Oh. Ich verzichte auf das Bonfire. Ich gehe jetzt einfach mal davon... Obwohl, nee. Moment. Ich verzichte nicht auf das Bonfire. Ich resette meine nachklingenden Seelen. Sicher ist sicher. So. Was ist denn da draußen für ein Krach? Ah, der Müllabfuhr ist da, okay. Ich hoffe, ihr hört es, ne? Es nervt. Ne, ich nehme es jetzt absichtlich nicht mit, es nervt. So. Jetzt kriege ich gleich einen Stein auf die Rübe geworfen. Ui. Ja, komm her. Nächster. Danke. Drei Stück. Da oben ist aber noch einer. Okay, er ist wieder unten. Hallo. Ja, für einen Stein macht es gar nicht mal so wenig Schaden. Hallo. Ich will nur die Ausdauer etwas regenerieren lassen. Sie lassen mich nicht, okay? Aber jetzt. Gut.
Ich glaube, ich werde jetzt auch nicht zu Vengar als Kopf gehen. Ne, ich habe mehr als genug Goldharz. Ne, ich versuche durchzurushen. Baum zur Ablenkung? Oh, das ist nicht euer Ernst. Ausgerechnet hier in der Nebelplöre kommt der Verlassene. Ich könnte ausflippen. Aber ich nehme den Weg außen rum. Man könnte natürlich auch durch die Mitte laufen, wenn man den Weg weiß. Hier Chlorantiering plus 1, aber den haben wir bereits ausgerüstet. Hier in der Truhe. Warum springe ich permanent? Ich möchte nicht springen. Schon wieder? Ja. Jetzt kann ich mich natürlich nicht hinsetzen, solange der Typ nicht tot ist. Meine Fresse. Naja. War ja klar. Versuchen wir einfach mal durchzufetzen. Verlassener. Ist ja ein random Invader. Und ich habe das Zeug nicht ausgerüstet, was ich eigentlich brauche. So, hoffentlich reicht es von der Zeit her noch. Leuchtkäfer kann ich nicht benutzen, eben wegen dem Invader. Mhm. Wurstleuchtkäfer ist aktiv. Schade. Schweifschlag? Ja. Okay, das hat gut funktioniert. So ist es eigentlich am einfachsten. Wenn man seitlich bei ihr steht, ne, ohne Lock-on. Und dann, wenn sie dann ihren Schlag mit dem Schwanz macht, dass man dann immer leicht Richtung Kopf geht. Damit sie daneben schlägt und dann kann man immer wieder schön ein paar Stiche setzen. Das geht eigentlich am besten. Hat diesmal sehr, sehr gut funktioniert. Ich meine, plus dafür deutlich weniger. Aber ist egal. Geschafft ist geschafft. Wir sind fast durch. Also zumindest in der Lichtsteinbucht. Und da mache ich mir ehrlich gesagt auch die wenigsten Sorgen. Markus und die Versammlung. Nach Möglichkeit zuerst die beiden Kleriker killen. Falls nicht, ist es auch nicht schlimm. So, die Echse interessiert nicht. Das sind große Titanitscherben. Ja, trotzdem ist sie im Weg. Moin.
So, Lichtsteinbucht, Zeldora. Gegner dürfen alle ignoriert werden. Bis auf die unten, die Bauern natürlich. Ach, das ist interessant. Sie haben es überlebt. Interessant, interessant. Also Enge plus 2. Okay, den habe ich eigentlich nicht gemeint. Ich wollte den hier killen. Aber soll mal auch recht sein. Jawohl. Was gibt's denn von dir? Einen kleinen, glatten, seidigen Stein. Ah, 3 Shots. Okay, das ist interessant. Der? Bei den reichen 2. Warum auch immer. Oh. Okay. Steckt sogar noch seine Waffe im Boden. So, Freya. Mhm. Das ist genau das, was ich befürchtet habe. Ui. Den hauen wir jetzt rein. Vielleicht treffe ich sie nochmal. Ja, ja. Ah, schade. Naja, Vorteil, 2 Shots, ne? Naja, ein bisschen Schaden war's. Aber ich habe jetzt noch 2 Leuchtkäfer, die reichen genau für die nächsten beiden Bosse. Ich hätte mir natürlich jetzt auch wieder welche kaufen können nach dem Eisenkönig. Aber hey, wozu denn, gell? Achso, ist eh alles ausgerüstet, passt. Ja. So, Nummer 1. Nummer 2. Chill-Modus einschalten. Naja. Ja, hör doch auf. So. Den Schaden, den nehme ich gerne mit. Der stresst mich nicht. Aha. Naja, Kamera. Machen wir es halt so. So, Schnauze. Und das Leuchtfeuer möchte ich noch gerne nutzen. Das weiter unten werde ich wieder ignorieren. Kohleartiges Harz habe ich zwar noch, aber die nehmen wir mal zur Sicherheit mit. Man kann mich nicht auf das Blitzgedöns. So. Bogen können wir rausmachen. So, dann machen wir hier schon mal die Fackel an.
Mal schauen, ob wir den das Black Phantom ignorieren können. Ich glaub's zwar nicht. Nee, glaube ich wird nichts. Weil es ist immerhin nur ein Gegner im Weg. Na, wird nichts, wird nichts, wird nichts. Okay, den müssen wir, oder? Ja, den müssen wir. Oder? Nee, müssen wir nicht. Sehr schön. Passt. Dann wechseln wir auf das kohleartige Harz. Ja, dann halt so, ist mir auch recht. Naja, das. Ja. Uhuhu. Voll erwischt. So, aber jetzt. Geiler Schaden. Aua, das tut weh. Jo. Na, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Mhm. Ah, Scherenangriff, das ist eigentlich somit das Gefährlichste. Nett. Aber. Oh, Glück. War wahrscheinlich jetzt nur dank der hohen Anpassung möglich. Scherenangriff. Kopf ab, ja, der Kopf ab. Dann geht's auf der Seite nimmer. Gut, das war die letzte, also der letzte Alte. Ist natürlich die große Seele nicht vergessen zu umarmen, sonst zählt's nicht, dann muss man nochmal runterlaufen. Herzog Zeldora, Dankeschön. Ja Leute, das ist definitiv der letzte Part. Ja. Das ist auch bei mir etwas Seltenes. Aldia in der Lichtsteinbucht. Aufgrund der Titanitbrocken, die man in der Lichtsteinbucht bekommt, ist eigentlich Freya die Spinne für mich erste oder spätestens die zweite. So. Alles klar, Freunde. Auf Richtung Schloss Dranglake. Das große Tor öffnen. Es wird noch ein bisschen heikel. Black Phantom und ein Haufen Soldaten. Aber ich behaupte, der Rest ist jetzt dann ein Selbstläufer. So. Ich habe zwar jetzt hier Leuchtfeuer Intensität 5, ne? Wegen Sonnenlichtmedaillenformen habe ich zwei Asketenleuchtfeuer verbrannt. Ich hätte es auch mit dem Eid der Vorkämpfer machen können, aber egal. Hauptsache 30 Sonnenlichtmedaillen, ne? So. Ja, man merkt es schon am Schaden. Kein Two-Hit mehr. Ach komm, schleich dich. War immer dieses Rumgehopse.
Passt, Bogen ist raus, den brauche ich nicht mehr. Okay, Schild ist oben, dann machen wir einen Backstep, aber mit der Keule, also mit dem Streikkolben, mehr Schaden. Deutlich mehr Schaden. So, jetzt habe ich die Hoffnung, dass ich die pullen kann. Na, hier kommst du so nicht vorbei. Da hast du keine Chance. So, Winterschrein, geh auf. Die Gegner killen mir am Arsch. Ja, okay, hat gereicht. Auch den beiden kann man schön ausweichen. Ah, man sollte aber nicht spazieren gehen. Allzu langsam sollte man sich nicht bewegen. So, das Grand Finale, Freunde, das Grand Finale. Ich hoffe echt nichts vergessen zu haben. Ich glaub's zwar nicht. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe es vorher nicht überprüft. Aber wird schon schief gehen. So, haben wir uns gleich noch was rein. Brauchen wir sowieso gleich. Mastodonkriegers. Oh, der erste. Und der zweite. Jetzt brauchen wir auch nicht mehr geizen. Seelen. Die reichen auch locker zum Einkaufen. So, ah, hier möchte ich nochmal ganz kurz den Bogen ausrüsten. Oh, jetzt habe ich Schluck auf, was ist jetzt kaputt? Ah, hier ist er. Kommen Sie ran. Der mit seinem fetten Hammer. Den möchte ich auf jeden Fall vorher noch weg haben. Ja, der hält auch nicht wenig aus, nicht wahr? Ah, Critical Damage, sehr gut. Ah, wunderbar. Oh, ging einfach. Oh, was gibt's denn? Drakenaufseherhelm. Okay. Interessant, nicht wahr? So, theoretisch müsste es reichen. Jo, sehr gut. Diesmal habe ich es ein bisschen schlauer angestellt. Das heißt zwar nicht, dass die Gegner nicht kommen, nicht wahr? Da sind sie schon. Aber zumindest sind beide Tore schon mal aktiviert. Und das war der Boden. So, Leute, wir sind so gut wie durch. Jetzt warte ich nur noch mal kurz, dass mir keiner von diesen Heinis hinterherläuft. Das passiert nämlich auch nicht gerade selten. Stelle ich mich kurz ein Minütchen hierher. Aber es sieht nicht so aus. Ich quatsch mit dem und beobachte derweil das Tor. Na, bis jetzt kommt keiner, Gott sei Dank. War dieses Gelabere.
Okay, Freunde. Jetzt haben wir die letzten vier Sachen. Wir brauchen das gnädige Sonnenlicht. Wir brauchen God's Wrath, Götterzorn. Da ist die Trophäe für die Wunder. Weil versteckte Zauberbarriere haben wir schon. Und jetzt müsste der große Chaosfeuerball die letzte Pyromantie sein. Und da müssen wir die Platin haben. Ich hoffe, ich hab's nicht vergessen. Da ist es. Gone so soon. Be safe on your travels. Die finstere Seele. Freunde, wir haben es geschafft. Nichts vergessen, Gott sei Dank. Das waren die letzten drei Sachen, die wir kaufen mussten. Zweimal Wunder, einmal Pyro. Platin-Trophäe zum 9., 10., 11. Mal. Ich habe keine Ahnung, wie oft ich es mittlerweile gemacht habe. Aber egal. Freunde, wir haben's. Ihr, die finstere Seele, Platin-Trophäe erhalten. Das war's, Freunde. Was soll ich noch großartig labern? Eigentlich gar nichts. Ne? Es gibt nichts mehr zu sagen. Wir haben alles erledigt. Die Platin-Trophäe ist eingesackt. Ich habe, wundert mich selbst, nichts vergessen. Passiert mir nämlich ständig. In Dark Souls 1 habe ich zum Beispiel damals, vor ein paar Jahren, mit meinem alten Kanal, eine Waffe vergessen auf plus 10 aufzuleveln. Mein, musste ich nochmal eine Ehrenrunde einlegen. Das war nervig. Aber nichtsdestotrotz, das war's von meiner Seite her. In der Zukunft habe ich aktuell keine Pläne. Habe ich keine Zeit oder keine Lust, ehrlich gesagt. Aber Dark Souls 2 wollte ich unbedingt nochmal machen. Ich habe es vor etwas mehr als 6 Jahren, fast 6,5 mittlerweile schon mal gemacht mit meinem alten YouTube-Kanal. Den habe ich aber Anfang des Jahres gelöscht. Aber mit Dark Souls 2 hat bei mir damals alles begonnen. Und ich wollte es einfach nur mal nachschieben, ne, weil das mir macht es einfach Spaß. Um mehr ging es mir eigentlich gar nicht. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen helfen von euch. Wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest 2021. Heute ist der 15.12. 15.12.21, also in der Woche ist Weihnachten, in 10 Tagen. Bis dahin, Freunde. Danke, dass ihr da wart. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch schon mal vorweg. Und ja, ein dickes Praise the Sun für euch. Dankeschön, habe die Ehre, ciao und Servus.